Liebe Nadja, obwohl das Video schon abgedreht wurde, hat sich danach noch einiges ergeben, was ich dich wissen lassen möchte. Du betitelst eine andere Frau als Verliererin, dass sie nichts erreicht habe. Sie sei eine blöde Tusse, als peinlich. Du sagst, sie hat die Beine breit gemacht für den Playboy und dass das alles ein Grund sei, dass sie damit die eigene Familie beschmutzt. Dass dies alles noch nicht genug ist, sagst du deutlich, indem du sie noch zusätzlich als Gestalt, als Clown und als Botox-Gesicht betitelst, sowie als 40-Jährige, die es zu nichts gebracht hat, nicht mal Mutter sei sie. Liebe Nadja, Nina Christine und ich werden dir rechtlich helfen und es konsequent durchsetzen, dir dein böses und extremst frauenfeindliches Mundwerk zu verbieten. Du wirst lernen, was der Unterschied zwischen richtiger Meinung, Schmähkritik, Verleugnung und Beleidigung ist. Ach, apropos, Nina hat nichts erreicht. Nina hat 2 abgeschlossene Ausbildungen und ein Studium. Was hast du? Ich weiß, auf welcher Schule du in Dornbirn/Vorarlberg warst. Schämen solltest du dich. Aber gerade meistens die, die tatsächlich im Leben nichts erreicht haben, haben es wohl so nötig, übel über andere zu sprechen. Nadja, wie war es, in Lustenau gewohnt zu haben? Sollen wir mal ein wenig über deine schulische und berufliche Laufbahn sprechen? Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zum nächsten Video. Es geht weiter. Schnittsturm/Juri hat ein neues Video, wie aber angekündigt, hochgeladen zum Fall Nadja Maric. Ja, diesmal habe ich das Video vorab gesehen und zwar vor genau einer Stunde. Juri hat mir die Final Version rübergeschickt. Ich habe das mit Patrick am Wasser angeguckt und ja, also sprachlos. Wir sind absolut sprachlos und ich möchte auch ein paar Worte an dich, Nadja, richten, ja? Denn du guckst ja alles von mir, jegliche Insta-Story, jegliches Video. Seit Monaten beschäftige ich dich von A bis Z. Ich weiß durch Mike, was mit dir ist. In puncto meine Einsicht. Und Freunde, da kann ich das auch mal leaken hier. Nadja möchte verhandeln oder wollte verhandeln mit mir, allerdings mit ihren Regeln. Und ich denke mir einfach nur so, nein. Nein, also ich habe einfach nur Nein gesagt. Nadja hat Dinge gefordert, die absolut überhaupt nicht gehen. Das Kind ist nämlich schon im Brunnen gefallen. Nadja Maric versucht ja wissentlich nachweisbar, mich seit den letzten 2, 3 Videos gegen mich, auch vor allem in den Kommentaren, einfach so krank gegen mich vorzugehen. Sie versucht es. Sie hat, also sie mit aller Macht möchte sie, das ist ihr O-Ton, dass die Leute sehen, was mit mir ist. Und ich muss dazu sagen, das ist das Ding. Ich habe zu Patrick gesagt, weil Patrick sagte, ja, die sitzt im Glashaus, wer im Glashaus ist, sollte nicht. Ich sage, Nadja Maric sitzt nicht im Glashaus, die sitzt im Freien. Entschuldigt, wenn ihr Hubschrauber hört heute. Hier ist irgendwas mit Notarzt, schon die letzte Stunde fliegt Notarzt hin und her irgendwie. Die sitzt im Freien und fängt an zu schießen. Das Hauptproblem ist eigentlich folgendes. Ich habe, Nadja, gegen deine Videos, du hast insgesamt ja 10 gemacht, wo ich das Hauptthema war, beziehungsweise bei Nina Christine war ich das Nebenthema, aber da ging es um mein Video, habe ich bei 7 Videos, jeder, der mir geschrieben hat, Yvonne, du musst was tun, guck dir mal diese Frau an, guck dir mal das Video an, wie sie abgeht in den Videos, was sie da alles sagt über andere, über dich, guck sie an. Ich habe immer geschrieben, alle, die können das bezeugen, die mir das geschrieben haben, habe ich gesagt, ja, das wird es immer geben, das muss es auch geben, davon lebt aber auch das Internet, davon lebt YouTube vor allen Dingen und auch Insta, das ist in Ordnung. So. Aber bei den letzten beiden Videos, eins davon, was sie offline genommen hat, leider zu spät, da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen von unserer Seite, habe ich einfach gesagt, jetzt reicht's. Ja, jetzt reicht's. Du kannst ja nicht, ich kann ja auch nicht, 10 Videos gegen KuchenTV machen. Das ist von der gleichen Höhe genau das Gleiche. Nadja Maric hatte zu dem Zeitpunkt 400 Abos. Ich habe, was habe ich? 77.000, also knapp 80.000 Abos auf YouTube. Das Verhältnis, ich kann nicht gegen KuchenTV 10 Videos machen, darunter 2, 3, die unter die Gürtellinie gingen, aber so richtig übel mit Beleidigungen, wirklich, das war ja keine Kritik, das war Beleidigung, das war einfach nur ekelhaft, kann ich nicht machen und dann in der Hoffnung, KuchenTV sagt nichts, weil ich ein kleiner YouTuber bin oder weil, keine Ahnung,
Das kann ich nicht. Ich kann damit, ich muss damit rechnen, dass bei ein, zwei Videos, drei, ne, alle tut. Aber bei 10, wo dann 2, 3 zu viel waren, in puncto, was sie da gesagt hat, da muss man damit rechnen, dass irgendwann Kontra kommt. Und der Witz an der Geschichte ist, das, was Schnitzdorm und ich machen, klar, wir machen das zusammen, aber das macht er hauptsächlich. Er macht die ganze Recherchearbeit, er schneidet das und so weiter. Ich gucke mir das nur roh an und sage eventuell, wo ich was anders machen würde. Der Witz an der Geschichte ist, dass Juri nur das zusammenschneidet, also rausschneidet, was du, Nadja, selber in deinen Videos sagst. Das sagst du selber. Er schneidet Dinge nicht zusammen. Er schneidet die Dinge raus und stellt sie online, ja? Und anstatt irgendwie Einsicht zu zeigen, nee, da schreibst du der einen von Bachelor Whataboutism-Sachen und beleidigst sie eigentlich noch weiter und ja, gut. Es ist wie es ist. So, und jetzt kommen wir zum Punkto mich, Nadja. Zum Thema Strike. Du hast ein Video gemacht, wo du sagst, dass ich dich habe striken lassen, versucht hätte, aber man kann dich ja nicht striken, da du Dinge tust, die rechtlich nicht, also die rechtlich nicht justiziabel sind, also sprich, die gehen. Nadja, das ist leider auch falsch. Ich blende euch die E-Mail ein. Ich habe ja auch einen Partnermanager und ich habe YouTube selber den Kontakt. Ich habe, ich sag's dir nochmal, Nadja, habe versucht, dich höflich bei dem vorletzten ekelhaften Video gegen mich, habe ich dich höflich in den Kommentaren gebeten, dich mit mir auszutauschen per E-Mail oder weiß der Geier was. In den Kommentaren schreibe ich nicht solche Texte, sondern Dinge, die rechtlich relevant sind, schreibt man immer per E-Mail, wenn so. Und das ist eine Absicherung. Das wolltest du nicht tun. Und ich habe dir dann, um einfach nur einen Gongschlag zu setzen, pass auf, was du tust, hör auf, was du tust, ändere die Richtung, keine Ahnung, was für dich dann ein Gongschlag bedeutet, habe ich den Strike angesetzt, weil natürlich, also als wenn ich auf den Kopf gefallen wäre, denn bei YouTube musst du eingeben, bevor du den letzten Schritt klickst, dass du damit einverstanden bist, dass die Gegnerpartei deinen Namen sieht, Adresse oder whatever. Und natürlich ist das ja gewollt dann von mir, oder das ist mir dann bewusst, dass du siehst, wer dich versucht zu striken. So, YouTube kam dann zu mir zurück und hat gesagt, danke für den Strike, bla bla, bitte nennen Sie uns die Timestamps, wo es darum geht. Habe ich dann nicht gemacht, weil ich nicht wollte, dass du gestrikt wirst. Ich habe es nicht durchgezogen. Wie gesagt, die E-Mail blenden wir ein, die ich von YouTube bekommen habe. Ich habe nie drauf geantwortet. Ich könnte mich hinsetzen, könnte die Timestamps raussuchen und könnte die YouTube mitteilen und dann wäre dein Video weg. Wegen Hassrede, Hetze. Auch das rechte Material, was du hier hochgeladen hast, würde sich einer die Mühe machen, die Timestamps raussuchen, was alles rechte Hetze ist, würde man das auch striken können. Denn du bewegst dich hier nicht in einem rechtlichen Rahmen, ganz klar. Ja, so. Und also Nadja, ne, dein großes Mundwerk ist halt einfach groß, aber leider ist da nichts dahinter. Und das Video, was heute kommt, habe ich schon gesehen. Es ist einfach nur eklig. Freunde, wir gucken es uns zusammen an. Und deine Verhandlung, Nadja, mit mir, nein. Nein, warum? Warum? Du hast bereits Videos gegen mich gemacht. Du hast in den Kommentaren gegen mich gehetzt. Wirklich ekelhaft. Und da kommen wir zu dem Punkt, Yvonne kann keine Kritik vertragen. 10 Videos lasse ich stehen. Es ging mir um ein Video, was einfach die Grenze ist. Und ich werde immer für mich kämpfen, für mich, meine Rechte und mein Leben. Und wenn jemand wie du, Nadja, der wirklich nicht im Glashaus sitzt, sondern im Freien, denkst, du könntest mir irgendwas wegnehmen, mir irgendwie schaden oder egal wer, ich stehe für mich ein und ich kämpfe für das, was ich habe, was ich mir aufgebaut habe und was, wofür ich stehe. Und Nadja, nochmal, wer im Freien und nicht im Glashaus sitzt, im Freien, unbewaffnet auch noch, jemand anders mit 10 Videos denunzieren möchte und mit 2 beleidigen möchte und lügen, darum ging es ja in dem letzten Video, was du privatisiert hast, veröffentlichen will und mich mir sozusagen schaden möchte. Was denkst du denn? Dass ich mir das gefallen lasse? Ja? Dass du Lügen verbreiten kannst?
Denn es ging um die Insta-Story von Mike Zies. Und ich habe dir ausrichten lassen, als ich mich mit Mike Zies ausgesprochen habe, beziehungsweise wir haben beschlossen, einen Waffenstillstand einzulegen. Er hat eingesehen, in mein Gesicht gesagt, er ging zu weit. Ich habe in sein Gesicht gesagt, ja, ich ging dann irgendwann auch zu weit. Wir haben über alles gesprochen und es ist gut. Habe ich über Mike ausrichten lassen, dass du das Video von ihm, was zu weit ging gegen mich, hast du weiter verbreitet. Und ich habe dich hab ausrichten lassen, nimm das dann bitte auch offline, weil das ist die Story, die Mike gemacht hat. Mike und ich haben uns ausgesprochen, diese Story ging rechtlich zu weit. Du hast dich quergestellt. Du hast einfach gesagt, nein. Morgen Nachmittag vielleicht, morgen Abend vielleicht. Dann hast du es irgendwann am nächsten Tag, nachdem es dann schon 8 oder 10.000 Views hatte, keine Ahnung wie viel, hast du es offline genommen und hast es am nächsten Tag wieder online gestellt, um mir bewusst zu schaden. Und dann wunderst du dich, dass ich komme? Nee, Freunde, nee. Und das predige ich auf all meinen Kanälen. Lasst euch von Dingen nichts gefallen. Seid kritikfähig, ja. Denn 8 anderen Videos jucken mich nicht. Ja, aber das letzte, Nadja, das ging einfach zu weit. Und jetzt sind das deine eigenen Worte, die du hier sagst und wieder, ja, wir schneiden irgendwas zusammen. Nein, wir sind mit den Videos, wo wir gegen dich angehen, absolut unangreifbar, weil das sind deine eigenen Aussagen, die nicht zusammengeschnitten sind, sondern herausgeschnitten sind, gekürzt sind aus deinen 5-Stunden-Videos teilweise pro Stück, ja? So, dann gucken wir uns das mal an, Freunde. Ich sag's euch. Ihr werdet vom Hocker fallen, aber seht einfach selber. Ich ja, weiß auch gar nicht mehr, was ich sagen soll. Gut, Freunde der Sonne, ich würde sagen, auf geht's. Wo soll das denn bitte normal sein und man solle sie nicht dafür verurteilen? Ja, natürlich soll man sie dafür verurteilen. Was ist sie da? Eine Muslima, die Brüste zeigt und Hintern? Da ist Patrick schon eben beim Kaffee fast die Eiskugel aus der Hand gefallen. Also das höre ich ja jetzt zum ersten Mal, dass QAnon etwas mit Antisemitismus zu tun hat. Ich finde, der Trailer von Snitstorm ist eigentlich viel zu happy, als dass er Schnitzstorm von anderen betreibt, ne? Juri, mach mal was Böses dahin, oder was, nicht was Böses, aber was Härteres. In Blau. Für alle, die den ersten Teil noch nicht gesehen haben, schaut euch den unbedingt erstmal an und kommt dann wieder hierhin zurück. Denn wir haben ein paar Reaktionen von Nadja selbst auf das erste Video zusammengetragen und zeigen euch diese hier. Die habe ich nicht gesehen, weil ich habe, also man schickt mir ja was zu, dann gehe ich manchmal nachts, wenn ich Zeit habe, scrolle ich dann zu den Sachen, die mir zugeschickt werden. Und dann habe ich teilweise gesehen, wie Nadja 50, 60 Kommentare sich austauscht über mich mit einer bei fast jedem Video. Mit fast, nämlich mit nur einer, mit mehreren dann immer, aber jeweils unter den, ja, Bruder, bin ich der ihr Leben? Bin ich der ihr Lebensinhalt komplett? Wirklich 60, 80 Kommentare hin und her mit einer. Ich kann das nicht alles lesen, weil ich habe mir nur einen Überblick verfasst dann. Ich denke, Alter, das ist hart. Das grenzt schon wirklich, weiß ich nicht, ne? Ist das, was ist das auf meine Person bezogen? Ich muss mal den Psychologen Christian Hemschemeyer fragen. Ich finde es einfach eine Frechheit, dass sie auf Menschen losgeht, die die Wahrheit sagen. Dass sie daraus jetzt etwas machen will, wie schlimm ich wäre, ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Dass sie daraus etwas machen will, das machst du doch selber. Das sind doch deine eigenen Worte, das ist ja der Witz an der Geschichte. Wir müssen gar nichts sagen, denn du zerlegst dich selber. In deinen Videos. Und ich habe auch eben noch so Patrick gesagt, theoretisch müsstest du deinen kompletten Kanal löschen, also die Videos alle löschen und neu aufbauen. Weil das ist nur der zweite Teil. Wir haben ja noch einen dritten. Und man kann eigentlich auch noch 10 machen, glaube ich, ne? Wahnsinn, wie die mich versuchen, in eine bestimmte rechte Ecke zu stellen, obwohl ich selbst Ausländerin bin. Das ist nicht normal, was sie da treiben. Also, weil du Ausländerin bist, kannst du nicht rassistisch sein. Boah, Nadja, ey. Schnittstorm hat alles zusammenhanglos zusammengeschnitten, damit ich dumm dastehe. Nee, eben nicht. Eben nicht, weil wir genau darauf geachtet haben, damit uns das niemand vorwerfen kann, außer natürlich nicht ja du, weil du strampelst und versuchst, was zu finden. Ich habe mir sogar bestimmte Videos gespart und nicht gemacht, weil ich nett bin und nicht fies sein wollte. Weil sie nicht fies sein wollte. Wie sehr fies sie ist, das sehen wir gleich. Beiden Hass und sehen es nicht mal. Ich will mit solchen Menschen nichts zu tun haben. Diese Sonja Toretti, das ist die, die ich genannt habe,
leider hat er den Rest so dunkel gemacht, wo auch mein Leben um sie permanent, um mich bei ihr permanent geht, aber es ist halt witzig. Ich kenne schon meinen Namen Sonja, eine Michelle und eine Mika. Eine gibt's noch, aber ich weiß den Namen nicht. Diese vier, ich krieg das immer wieder geschickt von euch. Das ist so witzig. Von den vier bin ich den Lebensinhalt. Aber das stört mich gar nicht. Mich stört wirklich die Aussagen von Nadja, anstatt einsichtig zu sein und ein Statement zu sagen, okay, diese Aussagen gehen gar nicht. Ich werde das in Zukunft überdenken oder überarbeiten und oder löschen, rausnehmen oder einfach die Schnauze halten. Ja, einfach komplett die Klappe halten und andere neue Videos zu machen. Nee. Sie sagt, sie verbreiten Hass und sehen es nicht einmal. Und wer das nicht sieht, das, was sie verbreitet, na, das sehen wir gleich. Weil der Witz ist, wir nehmen nur das, was du sagst, Nadja, du. Wir zeigen nur das, was du sagst, weil nicht jeder von meinen Zuschauern oder von dieser Welt hat Zeit, sich deine 2-3-Stunden-Videos pro Stück teilweise anzugucken, ja. Und Juri hat's Gott sei Dank, ja, weil das sein Beruf ist, Dinge zu recherchieren und rauszusuchen und zusammenzuschneiden. Du beschuldigst uns zu hetzen. Dabei haben wir nur deine Aussagen, die du in deinen eigenen Videos getroffen hast, in einem kürzeren Video zusammengefasst. Genau. Also ein Hetze, das bedeutet, große Hass, du willst getrieben sein, abwertend, damit laut Duden Gesamtheit unsachlicher, gehässiger, also unsachlich, ja, gehässiger. Das kann man auch noch unter, bei gehässig zum Beispiel, es gibt YouTuber, die machen das komödiantisch, so gehässig sein, spitze Pfeile verteilen. Da muss ich sagen, das ist schwammig, das kommt dann auf den kompletten Kontext drauf an. Und auf das, was die tatsächlich die Person zeigen, worauf man gehässig reagiert. Verleugnerischer, das war das Video, was du offline genommen hast, leider zu spät gegen mich. Verunglimpfender, das ist das Hauptding, das hast du getan, Nadja. Äußerung und Handlung bezeichnet die Hassgefühle, feindselige Stimmungen und Emotionen gegen jemanden oder etwas erzeugen. Und da habe ich ja zu Patrick auch vorhin gesagt, das habe ich bei Mike Zies teilweise... habe ich diese feindselige Stimmung erzeugt. Und da habe ich mir dann auch mal an die eigene Nase gepackt. Dann dachte ich mir so, ja, das habe ich bei Mike Zies getan. Denken wir wiederum, ja, aber Mike Zies hat ja das Ganze auch, wo wir alle feindselig waren, wegen dem Verhalten. Trotzdem bin ich da ein Stück zu weit gegangen. Und das werde ich auch in Zukunft anders machen. Natürlich nicht meine Persönlichkeit anders machen, aber vielleicht einfach nicht so viel oder so permanent. Ne? Das meine ich mit Nadja. Wenn du selber einen Meinungskanal hast, egal wie groß, aber mit entsprechenden Views, kannst du nicht einen anderen Meinungsblogger der Hetze bezichtigen oder der Verleugnung, wenn du es selber tust. Ich kann auch nicht gegen KuchenTV sagen, du betreibst Hetze gegen den, den und den, weil er macht ja auch Videos zu Aline Bachmann, er macht Videos ABK. Ja, gegenseitig, ja, ist ja unfassbar, schon ewig der Streit zwischen denen. Wenn ich selber eine Meinungsbloggerin bin. So, also Nadja, wo ist die Substanz deiner Kritik an mich, wenn du das hier alles tust, was Stützdorm gleich zeigt? Wohingegen du tatsächlich am Hetzen bist. Sowohl ja. In deinen Videos als auch in deinen Kommentaren. Ja. Ich will nicht fies sein oder sie auf ihr Äußeres reduzieren, aber wenn sie sich blöd und peinlich verhalten und dann auch noch an sich haben herumschnippeln lassen und die Filter benutzen und alles, was falsch ist, dann muss ich es sagen. Vor allen Dingen, ich will nicht fies sein oder sie auf ihr Äußeres reduzieren. Es geht hier um Nina Christine. Da schreibt sie noch drunter, was Schnitzturm nicht eingeblendet hat. Man macht sich selber zur Witzfigur und will von anderen ernst genommen werden. Das ist halt Widerspruch in sich. Du schreibst über Nina Christine, du willst sie nicht aufs Äußeren reduzieren. Aber, dieses Aber ist geil. Lass es doch dann. Wenn du es nicht willst, lass es, wenn du es nicht willst. Aber, ne? Und sie dann noch als Witzfigur hinzustellen, eine Nina Christine. Ja, als Witzfigur. Und dass sie von anderen nicht ernst genommen wird, weil sie hat an sich rumschnibbeln lassen. Ekelhaft. Ja, die ist 40 Jahre alt und ich bin auch geschockt darüber. Sie hat sich nicht gut gehalten. Sie ist 40 Jahre alt, sie ist geschockt darüber, sie hat sich gut gehalten. Age-Shaming, sein Urgroßvater, ja. Meine Süße, du kommst auch noch dahin mit 40. Jeder kommt, wenn er gesund ist, wird er 40, wenn er gesund bleibt. Du bist ja noch 50. Wenn du gesund bleibst. Ich wünsche es dir. Und ich denke, dass es solche Gestalten im echten Leben gibt, aber nicht in dem Ausmaß. Also das, was die uns da vorzeigen im TV, auf gar keinen Fall die wahre Realität für die ganze Menschheit ist, sondern nur für ein paar so gestörte Menschen. Boah, Nadja.
Und du bezichtigst andere? Also ich kann nicht verstehen, dass man für sie überhaupt etwas übrig haben kann. Ich finde sie ganz schlimm als Frau, als Mensch auf allen Ebenen. Und es hat nichts mit einer Hasswelle zu tun, sondern mit klarem Menschenverstand. Menschlich auf allen Ebenen möchte sie sie also entwerten, sozusagen. Auf allen Ebenen. Nicht nur das, was du im TV siehst. Ich kritisiere teilweise Menschen für das, was sie im TV tun. Du möchtest sie entmenschlichen auf allen Ebenen. Nadja, Sister. Aber das Problem ist, ich will eigentlich gar nicht über andere YouTuber und grundsätzlich Menschen sprechen und sie kritisieren. Ich möchte sie eigentlich so sein lassen, wie sie sind. Das ist so witzig, Freunde, wenn ihr wisst, was gleich noch kommt. Ich muss noch mal eine Sekunde zurückmachen, weil Juri hat nicht alles eingebildet. Sie sagt also, aber das Problem ist, ich will eigentlich gar nicht über andere YouTuber und grundsätzlich Menschen sprechen und sie kritisieren. Also ich möchte, dass ihr euch das festhaltet im Kopf. Sie will das eigentlich gar nicht, andere kritisieren. Kommt gleich. Ich möchte sie eigentlich so sein lassen, wie sie sind. Bitte merkt euch das. Darunter, aber Yvonne ist so auf so viele Menschen losgegangen, oft zu Unrecht und viel zu übertrieben, dass ich und andere uns dann wehren, dürfen sie nicht wundern. Sie kann so oft nicht mit Menschen umgehen, es ist sehr ungesund. Ich möchte, dass wir das einfach uns nur merken, diesen Kommentar von ihr, okay? Ich möchte sie eigentlich so sein lassen, wie sie sind. Ja. Liebe Nadja, du solltest in Zukunft ganz genau darüber nachdenken, was du für Aussagen in deinen Videos triffst. Denn das, was jetzt folgt, ist reine Hetze. Ja, also sie kann nicht, sie ist langweilig und sie macht sich nur wichtig. Sie hat nichts zu bieten und sie ist wahnsinnig unsympathisch. Ja, und was war dann? Hat sich dann nackig gemacht für den Playboy. Und da habe ich dann halt überhaupt kein Verständnis dafür. Wenn sie jedem ihre Mumu zeigt und die Beine spreizt. Ich finde das ekelhaft. Was soll das? Jetzt ist sie 40. Sie kommt schon aus einem reichen Elternhaus und hat nichts Besseres zu tun, als ihre Beine zu spreizen. Ja, geht's dir eigentlich noch gut? Ich finde das so ekelhaft und primitiv. So in der Art Mädels Botox-Zeug, macht euch falsche Titten, spreizt die Beine und macht Nacktfotos für den Playboy. Schämst du dich dann nicht, dass du so einen Scheiß machst und dann irgendwie auch deine Familie damit in Verruf bringst, weil die dann denken, oh Gott, hast du eine doofe Tochter, die so Scheiße macht. Einfach, dass du andere damit runterziehst in diesen Dreck. Das ist halt... Nadja, das sind deine Aussagen, herausgeschnitten, nicht zusammengeschnitten, die du über eine andere Frau sagst, die im Playboy war, was viele Frauen waren, und dass du das eklig findest, dass sie die Beine spreizt. Ich wusste gar nicht, dass man im Playboy die Beine spreizt eigentlich. Also ich habe im Playboy die Beine nicht gespreizt. Keiner spreizt im Playboy die Beine. Das machst du in der Kopie oder in der Praline, nur so am Rande. Ach ja, und die Familie mit reinzuziehen, dass du sagst, was die Familie über sie denken könnte, ist absolut ekelhaft. Problem, was ich mit den meisten Frauen jetzt in diesen Sendungen habe. Alle Silikonbrüste, Botox, aufgespritzte Lippen und da fasse ich mir echt an den Kopf und denke, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Wo soll das denn bitte normal sein und man solle sie nicht dafür verurteilen? Ja, natürlich soll man sie dafür verurteilen. Ja, natürlich soll man sie dafür verurteilen. Wer bist du, dass du jemanden dafür verurteilst, was er mit seinem eigenen Körper macht? Was ist los mit dir? Verurteile jemanden für das, was du siehst im Fernsehen. Du kommentierst Trash-TV auch. Verurteile ihn für das, was du da siehst. Aber nicht dafür, was er mit seinem Körper macht. Du sagst, ob es den Menschen noch gut geht, geht es dir noch gut, die herauszunehmen, diese Menschen zu fragen, ob es denen noch gut geht, das, was sie mit ihrem Körper tun. Sie ist nicht gesund im Kopf, sonst wird sie es nicht machen. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Das ist krank. Jetzt könnt ihr sagen, lass sie doch machen. Du, ja. Wenn alle Frauen das machen, haben wir irgendwann gar keine normalen Frauen mehr in Deutschland. Das Argument, sagt sie, was wir ja alle sagen, die Masse würde sagen, lass sie doch mit ihrem Körper machen, was sie will. Sie sagt als Gegenargument, Nein, weil dann haben wir ja bald gar keine normalen Frauen mehr in Deutschland.
Siehst du, Nadja, man muss gar nichts zu dir sagen. Du zerlegst dich selber. Deinen Ruf zerlegst du selber. Also was für ein Ruf? Deine Person, du, dein Charakter, dein du als Mensch zerlegst dich selber. Ja, wisst ihr, was eine Frau mir damit sagt, wenn sie so etwas macht? Dass sie mit sich selbst nicht klarkommt und dass sie Komplexe hat. Das ist krank. Denn keine Frau, die was auf sich hält und wirklich gesund in der Birne ist, würde an sich rumschnippeln lassen. Das ist so narzisstisch, das ist so größenwahnsinnig, das ist so kaputt, das ist so geisteskrank, das ist so abgehoben. Übrigens. Das ist auch nicht zusammengeschnitten, rausgeschnitten aus deinem Video, liebe Nadja. Ja, komm mir nicht mit, wir haben das zusammengeschnitten. Nein, es ist rausgeschnitten. Man kann es selber hören, wenn man auf die Videos geht, Nadja. Ich halte auch nichts von Männern, die sich botoxen. Ja, das hat dann nichts mehr mit Männlichkeit zu tun. Wenn ich jetzt einen Freund hätte, der sagt, ich botox mich jetzt oder so. Also ich würde das so ekelhaft finden. Das wäre so ein Abtörner für mich. Ich würde denken, der hat sie nicht mal. Wie eitel und psycho kann man sein, dass man sowas tun will. Also ja. Wenn eine, die 40 ist, sich da hinsetzt und sagt, ich war jetzt 5 Jahre in einer unguten Beziehung, der hat mich unterdrückt. Also gute Jetzt wird's richtig ekelhaft. Seid ihr bereit, wie sie über eine Frau urteilt, die in toxischen Beziehungen festgehangen ist? Und die meiste... Hallo Schatz! Wir sind gerade bei dem Part, wo sie über Nina Christine urteilt, weil sie sich in toxischen Beziehungen befunden hat. Und leider emotional abhängig war. Ja, ich will nicht mehr drüber reden. Ja, da will ich mehr drüber reden. Ja, Achtung Freunde. Gespannt? Los geht's. Frau, dann musst du ja wahnsinnig doof sein. Doof sein. Aber Schätzchen, mit der Zeit sollte man doch schon dazulernen. Und das Absurde war, dass sie gesagt hat, davor wäre sie 2 Jahre in einer anderen Beziehung auch mit einem unguten Typ gewesen. Und sie hat dann gesagt, die letzten 7 Jahre. Das heißt, dazwischen war nicht mal eine Pause. Was bist du denn für eine, wo in dem Fall von Bett zu Bett hüpft? Ich vermute jetzt stark... Was bist du denn für eine, dass sie von Bett zu Bett hüpft? Sie sagt selber... dass sie davor in jahrelangen Beziehungen war, also einmal 5 Jahre, einmal 2, einmal 7, keine Ahnung, und sagst zu ihr, was bist du denn für eine, dass du von Bett zu Bett hüpft? Merk die noch selber, Nadja, merkst du noch selber, was du da sagst? Zu was du da was sagst? Sie nicht der Typ Frau ist, der schnell Männer anzieht, also kann ich mir nicht vorstellen. Sie ist jetzt 40, sie ist jetzt... Weil sie 40 ist, kannst du dir nicht mehr vorstellen, dass sie... Männer anzieht? Hör mal, du tickst doch nicht mehr ganz sauber. Du spinnst doch. Ich habe auch zu Patrick gesagt, hör mal, raucht die was? Raucht die irgendwas? Nimmt die was? Oh, ist das so eklig. Ich will das gar nicht mehr angucken. Gott im Himmel. Jetzt auch nicht mehr die Jüngste, dann ist sie auch noch so gebotoxt und alles so Fake-Brüste und ihre Art und sie... Nadja, so unter uns, ne? Bruder, unter uns. Weil so frauenfeindlich wie du bist, ne? Nenne ich dich Bruder, Bruder, unter uns. Es gibt doch noch was anderes wie Äußerlichkeiten. Es gibt doch noch Charakter. Boah, das wollte ich nur unter uns. Ja, also, man kann auch noch einen mit 60 kennenlernen, der einen liebt wegen dem Charakter. Ja, okay, gibt es. Weiter geht's. Sie ist ja, glaube ich, nicht gerade die Hellste und sie kann ja auch nichts. Sie ist ja, glaube ich, nicht gerade die Hellste und sie kann ja auch nichts. Und ja, andere Frauen haben in dem Alter Kinder und einen Ehemann und vielleicht eine Karriere. Oder sind Mamas und einfach zu Hause und arbeiten gar nicht, aber sind irgendwie, ja, nette Menschen, die auf dem Boden geblieben sind und sich vielleicht um ihre Kinder kümmern oder so. Das Einzige, was ich über diese Frau sagen kann, ist, dass sie wahnsinnig billig ist und ekelhaft. Wahnsinnig billig und ekelhaft. Ekelhaft. Das Einzige, worauf dieses Video abzielt von Nadja Maric, ist es, Nina Christine fertig zu machen, zu beschimpfen, zu denunzieren, herabzuwürdigen, zu verleugnen, zu beschämen, zu beschmutzen, dass sie sich schlecht fühlt. Das ist reine Hetze, Nadja. Das ist es. Du bist echt billig und eine Tusse. Du bist echt billig und eine Tusse. Du bist echt billig und eine Tusse. Ist nicht mehr. Wäre justiziabel, sagen wir es so. Man kann sagen, ich finde das Verhalten billig. Das kann man sagen, leider. Das gefällt unter Meinungsfreiheit. Aber du bist billig und eine Tusse. Ist eindeutig, dass du sie in der Person als Mensch herabwürdigen möchtest. Ja, nur mal so unter uns. Ich glaube, die kann echt die Beine nicht zusammenhalten. Das ist sehr unsympathisch, vor allem wenn man...
Bruder, was ist denn los mit den Beinen von ihr? Was hast du denn mit den Beinen von ihr? Und wenn sie es nicht kann oder nicht möchte, was ist das Problem? Oh mein Gott! Wenn man bedenkt, dass sie 40 Jahre alt ist, das ist so ekelhaft, wirklich. Und sie sieht aus wie so diese 60-Jährigen, die sich in Hollywood gebotoxt haben und nicht wie, dass sie gerade frisch 40 geworden ist. Sie sieht echt nicht gut aus. Ich kann sie nicht ausstehen, ich finde sie total daneben, diese Tusse da, sie billig. Also du bist eine Katastrophe und einfach nur wie so ein Clown, also so, wie ist dir, keine Würde, kein Stolz, alles falsch gemacht. Und ich habe der Nina Christine auch vorhin geraten, anwaltlich dagegen vorzugehen, nachdem sie das Video dann von mir gesehen hat, weil das die wichtigsten Timestamps sind, was sie dagegen tut. Ich habe ihr auch meinen Anwalt empfohlen. Wir haben ja auch schon gegen Christine Okara und Aline Bachmann gewonnen, ja, also unser Ding durchgezogen. Mein Anwalt ist kurz, knackig, bündig, setzt Dinge schnell durch. Liebe Nina, ich kann es dir nur sagen, weil das hat nichts mit Kritik zu tun. Ja. Ich hoffe, jeder, auch ihr, liebe Sonja, Michelle, Mika und die andere Blitzbirne, ich hoffe auch ihr 4-5 Hater, ja, habt ein bisschen Hirn langsamer, ja. Ich, die Analytikerin vom Dienst, muss halt wieder so Recherche betreiben, okay. Heute mal ein etwas anderes Thema, und zwar geht es um Mode. Ja, eine Katastrophe. Also die Aussage finde ich... Okay, den Part habe ich nicht gesehen, den habe ich übersprungen. Ich bin jetzt gespannt, den Part gucke ich jetzt gerade mit euch live. Auch doof. Ich finde das Kleid eine Katastrophe. Ich finde, man muss sich nicht als Rihanna, als afroamerikanische Sängerin, ja, aus der Popmusik, als Bischof verkleiden. Also was soll... Das ist so lächerlich. Ich finde es schon schlimm, wenn Frauen, die Muslima sind, ihr Gesicht verhüllen. Ja? Kopftuch tragen finde ich schon nicht gut, aber gut ist deren Sache. Aber das ganze Gesicht verhüllen unter so einer Scharia. Scharia hat nichts mit, in dem Sinne, mit dem Kopf. Also Scharia ist praktisch das Gesetz. Also die Scharia ist das Gesetz vom Islam, so. Zum Beispiel in einigen Staaten herrscht die Scharia, ne? So, was hat ein Buch da? Also mit der Scharia kann man sich das Gesicht nicht verschleiern. Denn die Scharia beschreibt die Gesamtheit aller religiösen und rechtlichen Normen im Islam. Das, was du meinst, ist der Niqab. Der Niqab ist ein von muslimischen Frauen getragener Gesichtsschleier. Ich finde das sehr menschendiskriminierend, sehr böse bei diesen Islam-Sachen. Ich habe nichts dafür übrig, wenn man einem das Gesicht wegnimmt und ein schwarzes Tuch darüber legt. Und da habe ich kein Verständnis dafür, ja? Du bist nicht irgendwie so ein Kleidersack, aber das Gesicht jemandem weg... Du bist nicht ein Kleidersack. ...blenden, das ist für mich höchste Diskriminierung. Also das dafür habe ich gar kein Verständnis. Was ist sie da? Ein Phantom? Zorro? Eine Muslima, die Brüste zeigt und Hintern? Eine Muslima, die Brüste zeigt und Hintern. Finde ich auch furchtbar. Albtraum. Nein, finde ich nicht gelungen. Oh mein Gott, das geht meiner Meinung nach gar nicht. Nein, gefällt mir nicht. Ich finde es eine Katastrophe. Nein, gefällt mir nicht. Nein, gefällt mir nicht. Null schön, null aussagekräftig, schlimm. Ja, katastrophal finde ich. Das Oberteil sieht aus, als wäre es ihr viel zu eng. Ihre Arme sehen dadurch sehr wuchtig aus. Jetzt fängt die schon wieder an, wegen der Figur. Ihre Arme sehen dadurch wuchtig aus. Was sagt die weiter noch? Ich ahne Böses. Sehr wuchtig aus. Dann diese Schnüre unterstützen noch mehr, dass es aussieht, als wäre sie fett. Ja. Und diese Schnüre. Machen, dass es aussieht, als würde sie da ihre Fleisch rauspressen. Das ist die gleiche Art, die sie hat bei der Bachelor-Kandidatin Aurora gehabt. Sie darf also nicht, sie soll nicht das anziehen, weil du findest, dass ihr da das Fleisch rauspresst. Mit Kotze schlecht, ich habe richtig trockenen Mund. Mit Kotze schlecht, ehrlich. Und du kritisierst mich, dass ich zu hart in meinen Reaktionen bin, Nadja, ne? Sehr
Hammer schlechthin, das ist der Hammer schlechthin. Du wertest permanent hier, permanent, dein ganzer Kanal, permanent, zielt auf was ab? Negative Hetze, Schlechtmacherei, Diskriminierung, Fett gegen, du sagst das Wort Fett bei Frauen, sagt man Fettshaming dazu, ja, Bodyshaming ist eigentlich so der Überbegriff, Age-Shaming betreibst du, weil jemand sich für ein Playboy auszieht oder generell, weil er Beziehungen hat, die gewechselt sind, würde die Beine spreizen und würde von Bett zu Bett hüpfen. Also wer wirklich meiner Meinung nach Hilfe braucht, ist ganz klar auf der Hand, ja. 0 von 0 Punkten, sage ich da. Ja, also mit diesem Badetuch auf dem Kopf hätte sie nicht erscheinen müssen. Dieses unvorteilhafte Ding, das aussieht wie ein Badetuch nach dem Haarewaschen im Hotel. Nein, ganz klar nein. Da, wie sie das schon hingeschrieben haben, umstrittener Sänger. Warum? Weil er eine Meinung sagt. Also mir war nicht mal klar, dass er rechte Verschwörungstheorien hat. Meine erste Kritik daran wäre, Xavier Naidoo selbst ist halb Inder und halb Afrikaner. Also er ist alles andere als zum Beispiel, sagen wir jetzt, ein Deutscher, ein Weißer oder ein Nazi. Damals. Also weil er nicht von der Abstammung her deutsch ist, kann er also nicht rassistisch sein. Ja gut, okay. Also, ich habe zu Xavier Naidoo bin ich, aber ich gehe jetzt auf die Aussage von Nadja ein, ja? Dass ein Afroamerikaner also nicht rassistisch sein kann. Nur mal unter uns so. Ich habe in Serbien gelebt, in Belgrad, meine Liebe. Und sie waren rassistisch mir gegenüber. Es gibt auch Rassismus in anderen Ländern. Man glaubt es kaum. Ja. Schon als er welche Sachen gesagt hat, habe ich so absurd gefunden, dass man ihm überhaupt vorwerfen kann, dass er ein Nazi wäre. Er, der halb Inder ist und halb Afrikaner. Geht's euch eigentlich noch gut? Also das ist ja der größte Witz. Das ist tatsächlich kein Witz. Es gab nämlich weltweit Befürworter für den Nationalsozialismus. Nur um ein paar Länder mal zu nennen, wären da zum Beispiel Serbien, da kommst du ja auch her, da waren es zum Beispiel 22.000 sogenannte Volksdeutsche aus Serbien. Aber auch in Indien und Nordafrika gab es Freiwillige der Waffen-SS. Er ist kurz zerlegt. Thank you for the coffee. Doch selber von einer anderen Hautfarbe. Da kann er das doch gar nicht sein. Rechts oder Nazi oder Neonazi kann der mal nicht sein, ja? Weil er schon gar nicht aus dem Volk kommt, wo das war. Ich schwöre, da kannst du doch noch Facepalm machen, oder? Das ist doch schon witzig, das ist doch Comedy, oder? Also das kann ich doch nicht ernst meinen, oder? Also er hatte seine Theorien, aber erstens waren sie keine Verschwörung, weil tatsächlich da auch Substanz dahinter war. Das konnte man so Substanz generell wie in den Videos, meine prüfen. Juri ist wieder so ein richtig geiles Video, wirklich gut gemacht. Und also von rechten Verschwörungstheorien, da würde ich mich gar nicht trauen, davon zu reden, weil ich sehe den ja gar nicht da. Also ich reg mich ja schon auf, wenn die Artikel Rechtschreibfehler haben, ja, weil diese Journalisten werden bezahlt. Ich mache hier YouTube-Videos kostenlos und werde von niemandem bezahlt. Weißt du, warum du YouTube-Videos kostenlos machst, liebe Nadja? Weil du noch nicht monetarisiert bist. Weil YouTube erst ab einer gewissen Abozahl und ab gewissen Views monetarisiert. Deswegen machst du es kostenlos. Du machst es nicht kostenlos, weil du den Leuten irgendwas mitgeben möchtest, weil du so die heilige Maria mimen möchtest, meine Liebe. Denn wie du auf Views fixiert bist, habe ich durch Mike Zies komplett gesehen, das komplette Gesicht von dir, Nadja, weil du mein Video drinnen lassen wolltest, weil das ja so gut Klicks zieht. Hm? Komm, ne? Komm, mach den Aluhut zu, ehrlich, ey. Mach den Aluhut zu und lass uns alle einfach in Ruhe, Nadja. Lösch den Kanal, nicht den Kanal an sich, also du als... Mach es einfach anders und besser. Lösch die Videos alle und dann besuch auch nochmal so ein bisschen die Ethikschule, so. Und dann, also ich habe ja gedacht, in Österreich, aus dem Ort, aus dem du kommst,
hat man mehr Ethik, ehrlich. Und achte darauf, dass es ordentlich ist und ich nicht irgendwie Fehler mache oder so oder mich richtig ausdrücke. Überraschend distanziert er sich jetzt in einem Video zu seinem Verhalten. Da fehlt das zu. Also laut Duden heißt es, sich von einer Äußerung distanzieren. Korrekt müsste es jetzt also heißen, überraschend distanziert er sich jetzt in einem Video von seinem Verhalten. Und achte darauf. Nadja, Bruder, geht bei dir oder nicht? Geht? Dass ich nicht irgendwie Fehler mache oder so. Ich prüfe alles, egal ob Politik, ob irgendeine oberflächliche Sendung oder Filme oder. Ja. Also immer wenn ich mich mit einem Thema befasse, da krame ich nach Infos. Sass. Nationalsozialismus, Rassismus, Homophobie und Antisemitismus verurteilte er aufs Schärfste, sagte der 50-Jährige in der rund 3 Minuten langen Aufnahme. Er ist halb Inder und halb Afrikaner. Was hat er damit mit dem Hut? Immer wieder wurde Naidu in den vergangenen Jahren auch Nähe zu rechtsextremen Verschwörungserzählungen, etwa der QAnon-Bewegung, sowie Antisemitismus vorgeworfen. Oh mein Gott, also ich kann nicht mehr wegen dem Artikel, was der da schreibt. Im Dezember 2021 urteilte das Verfassungsgericht in Karlsruhe, dass eine Vortragsrednerin ihn als Antisemiten bezeichnen durfte. Manche Menschen, die labern einfach nur irgendeinen Stuss zusammen und haben sich nicht mal informiert. Au! Sagt sie. Sagt die Frau Maric. Maric, nicht Naric. Naric. Naric heißt sie jetzt Doppel-R. Naric. Das kann ich nicht ausstehen. Wenn uninformierte Menschen meinen, sie müssten da irgendwas labern und das hat keinen Hand und Fuß. Ich habe mich informiert, deshalb nehme ich mir jetzt die Freiheit heraus, über dieses Thema zu sprechen. Immer wieder wurde Naidu in den vergangenen Jahren auch Nähe zu rechtsextremen Verschwörungserzählungen, etwa der QAnon-Bewegung sowie Antisemitismus vorgeworfen. Also das höre ich ja jetzt zum ersten Mal, dass QAnon etwas mit Antisemitismus zu tun hat. Stopp! Sonst kriegt ihr gar keinen auf die Schnauze. Und Verschwörungstheorien, das hat man ihnen schon oft vorgeworfen. Also den QAnon und den Menschen, die sich damit befassen. Ich glaube, die haben dann aber den Schuss nicht gehört. Also QAnon ist alles andere als rechts. Im Präsidentschaftswahlkampf 2016 erfanden rechtsradikale Trump-Anhänger die Pizzagate-These. Weiße Rassisten, konservative Journalisten und Clinton-Gegner verbreiteten diese Erfindung. Die Satanismus- und Pädophilie-Vorwürfe wurden zum Kern der QAnon-Ideologie. Also so, und das gucken wir uns jetzt mal an. So, Freunde, was ist QAnon? QAnon nennt sich eine Gruppe, die seit 2017 von den USA aus Verschwörungstheorien mit rechtsextremen Hintergrund im Internet verbreitet. Als Initiator gilt eine Person mit dem Pseudonym Q. So, was haben wir denn hier? Mal die Tagesschau? Was haben wir denn hier? Sondern eine Idee, eine Legende, eine lose Bewegung, die sich im Netz gebildet hat und zunehmend auch in der realen Welt zu sehen ist. Beispiel Demonstration und Veranstaltung von US-Donald Trump. Kernaussagen. Oh! Q-Texte, sogenannte Q-Drops, sind oft kryptisch. Und also wer nicht weiß, was kryptisch heißt, kryptisch sind so durch die Blume. Man kann nicht so rauskristallisieren, also keine klare Sache. Das ist kryptisch. Oder vollkommen unverständlich. Zumeist bestehen sie aus Satzfetzen oder Fragen. Als durchgehendes Thema findet sich jedoch der Mythos einer dunklen, geheimen Elite, die die USA mittels des tiefen Staates unter Kontrolle gebracht haben soll. Nicht selten haben die Aussagen mehr oder weniger versteckte antisemitische Konnotationen. Reale Ereignisse werden dabei oft als Indizien oder Beweise für die Behauptung gedeutet. Die Kübe wechselten später von 4chan auf radikale Imageboard 8chan, das 4chan angeblich unterwandert worden war. 8chan ging im August 2019 offline, nachdem wichtige Infrastrukturanbieter aufgrund der Anschläge in El Paso und Dayton der Webseite technische was ist denn da los, Freunde? Geht, ey? Welche QAnon-Prophezeiungen haben sich bewahrheitet? Keine. Im Gegensatz zu Verschwörungsmythen werden in den Drops immer wieder konkrete Ankündigungen mit einer mehr oder weniger exakten Zeitangabe gemacht. So wurde im Herbst 2017 verbreitet, Trump würde innerhalb weniger Tage einen Putsch gegen den tiefen Staat verüben und mit Hilfe des Militärs seine Macht erhalten. Die Verhaftung Hillary Clinton sowie zahlreiche weiterer namentlich genannter Menschen, zum Beispiel TV-Hollywood-Stars, stehe unmittelbar bevor. Die offensichtlich falsche Ankündigung schreckt die QAnon-Anhänger offenbar nicht ab. In der Szene werden sie teils als Fehlinterpretation oder als besonders geschicktes Schachzüge im Rahmen einer übergeordneten Strategie erklärt.
QAnon-Erzählung bedient alle wichtigen Faktoren eines Verschwörungsmythos, hat aber auch viele Merkmale einer Sekte. Sie liefert klare Feindbilder, universelle Erklärungsmodelle für alle Vorgänge und apokalyptische Visionen. Sie negiert die Existenz von Zufällen und komplexen Zusammenhängen. Gegenbeweise sind in ihrem Narrativ nicht möglich. Ihren Anhängern gibt sie das Gefühl, Teil einer Elite zu sein, die im Besitz eines Geheimwissens ist und für das Gute kämpft. Ja, das ist Sektending, ja. Wer widerspricht oder auch nur Zweifel äußert, wird dem Feindeslager zugeordnet. Experten sehen daher in der QAnon-Bewegung eine sektenähnliche Struktur. Gott, ist das alles krank, ey. Weiter geht's hier, ey. Hilfe, Hilfe. QAnon hat absolut gar nichts mit Antisemitismus zu tun, dass man das jetzt hier mal klarstellt. Mit Antisemitismus hat das absolut gar nichts zu tun. QAnon enthält und vertritt einen ausgeprägten Antisemitismus. Schuld am angeblichen internationalen Kinderhändlerring und Hintermänner des Deep State seien die Rothschilds und andere bekannte jüdische Investoren. Am Deep State sei die globale Bankenelite beteiligt. Dies gilt als Codewort für Juden. Ich ja, ist überhaupt nicht antisemitisch dann, ne? Ich finde es, wie gesagt, lächerlich, dass Xavier Naidoo selbst überhaupt nichts mit, sagen wir, weißer Rasse, deutscher Rasse oder mit, Sie sagt weiße Rasse oder deutsche Rasse. Hitler oder sonst was, was in die Richtung gehen könnte, zu tun hat. Im Gegenteil, gebürtig Inder und Afrikaner ist und ich glaube, die Mutter hat noch englische Wurzeln und man ihm dann so etwas vorwirft. Das ist so absurd. Das ist ganz und gar nicht absurd, denn theoretisch kann jeder Mensch ein Neonazi sein. Wer also das Programm der NSDAP von 1920 oder später schätzt, den Holocaust leugnet oder relativiert und sich einen völkischen Führerstaat anstelle der Demokratie wünscht, der darf durchaus als Neonazi bezeichnet werden. Hätten wir das auch aufgeklärt? Zerlegt! Next! Ja, sicher, bin nie als Rassisten gesehen oder dass er Menschen hasst aufgrund ihrer Herkunft. Also geht's noch gut. Er ist doch selbst von einer anderen Herkunft in Deutschland. Oh, reicht jetzt also, nicht, was Nadja, ist ne? das Resümee dieses Videos? Ja, was ist das Resümee deines Videos, Nadja? Sag mal kurz, wie ist es? War alles Katastrophe und Flop. 0 von 10 Punkten. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr was ganz schrecklich findet. Also, ich verabschiede mich von euch. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag und bis bald. Ja, bis bald. Also, das Ding ist, sie ruft auf, schreibt in die Kommentare, was ihr ganz schrecklich findet. Also, ja, Nadja, was soll ich zu all dem sagen? Ich habe alles, meine Meinung zu dir, meine Meinung zu deinen Aussagen, gesagt. Nochmal, Schnittstorm, Juri und ich achten darauf, dass deine Aussagen, die hier zusammengeschnitten sind, also rausgeschnitten sind, die wir zusammengefasst haben, dass sie eben nicht wahllos gecuttet wurden, sondern so wie du es sagst, so wie du es meintest, geschnitten werden. Besonders achten wir darauf, um nicht angreifbar zu sein. Ist auch witzig, denn nur du hast ja auch als Einzige das gesagt. Ja, wie gesagt, mit dem Strike, liebe Nadja, habe ich nur nicht durchgezogen, weil ich dich nicht wirklich zeigen wollte. Ich wollte dir erst einen Warnschuss geben. Bei Mike, der Strike, war das ganz anders. Mike und ich haben ja auch eine ganz andere Vorgeschichte. Und da habe ich natürlich erstmal striken lassen. Ich habe auch da den Strike zurückgezogen. Ne? Ach, siehe da. Ne? Nadja, nochmal so kleiner Tipp am Rande. Verhandle nicht mit mir. Es gibt nichts zu verhandeln. Wir nehmen nur deine eigenen Aussagen. Zeigen das der Welt. Macht doch einfach einen neuen anderen Kanal. Ja, mehr sage ich nicht. Freunde, wie hat euch das Video gefallen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wie immer sachlich bleiben, auch wenn es schwer fällt bei bestimmten Themen. Ich weiß, wie schwer es ist. Und dann sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Ich habe euch lieb, bleibt gesund. Tschüss zusammen.